nach dem Spektakel letzte Woche gegen Frankfurt. Ein Torfestival heute im Heimspiel im Westfalenstadion gegen den SC Freiburg. Der BVB gewinnt mit 5:1 gegen den SC Freiburg und hat mit einer absolut erwachsenen Vorstellung das Spiel souverän gestaltet. Nicht nur die Tore waren wunderschön anzusehen, sondern die ganze Spielweise war super. Ja, man hat von der ersten bis zur letzten Minute angesehen, dass der BVB für jeder für den anderen läuft, kämpft, ackert und es sah auch spielerisch endlich mal wieder besser aus. Ja, es sah, ja, das eine Rad ging das nächste rein. Es war ein super, super, super Spiel vom BVB. Und wenn man sich dann die Torschützen nur anschaut, besonders der erste Torschütze, der direkt einen Doppelpack macht, wer hätte das gedacht? Thomas Meunier, zweimal Ecke, zweimal Kopfball, Meunier und es steht 2:0. Einmal in der 14. Minute und das zweite Tor in der 29. Minute. Und damit hat Meunier eigentlich den BVB auf die Siegerstraße gebracht. Ja, der BVB auch ähnlich wie gegen Frankfurt mit 15 starken Minuten, wo aber der BVB sich nicht belohnt hat mit dem Tor. Diesmal aber ja, durch die Kopfballtore von Meunier in der 14. und in der 29. Minute, ja, hat man frühzeitig das Spiel auf die Siegerstraße gelenkt. Aber man muss auch sagen, Freiburg in meinen Augen persönlich ein bisschen enttäuschend. Ich hätte mir von Freiburg mehr erwartet. Und so kam es dann auch in der 45. Minute quasi mit dem Halbzeitpfiff, dass Erling Haaland nach zwei torlosen Partien endlich wieder getroffen hat. Endlich, kann ja jedem mal passieren, ne? Ist ja auch noch jung. Damit hat der BVB mit 3:0 geführt, ist in die Halbzeitpause gegangen und man hatte das Gefühl, das Spiel ist vorbei. Ja? Freiburg mit ganz wenigen Aktionen nach vorne, der BVB mit einer super Leistung auch gegen den Ball. Und so ging es dann eigentlich auch in die zweite Halbzeit. Man hat gemerkt, Freiburg wollte mehr, die Einwechselspieler haben gezündet, Freiburg kam immer besser ins Spiel, der BVB aber weiterhin auch mit guten Akzenten nach vorne, man hat immer wieder Nadelstiche gesetzt, aber dann kam es in der 61. Minute zum 3:1 Gegentor von Demirovic, nachdem ja, ein Schuss aufs Tor kam, Kobel konnte den Ball nur in die Mitte klatschen lassen, gar kein Vorwurf, konnte nichts machen. Und Demirovic dann mit dem 3:1. Und man hatte als BVB-Fan irgendwie ein schlechtes Gefühl, weil Freiburg kam immer mehr und war dem 2:3 näher als der BVB dem 4:1. Aber Gott sei Dank hat der BVB einen Haaland und der macht dann in der 75. Minute das 4:1. Ja, und dann war spätestens der Drops gelutscht und zum krönenden Abschluss, wie auch letzte Woche, Dahoud mit dem Abschluss ins lange Eck, 5:1 durch Mo Dahoud und das Spiel ist vorbei. Ja, der BVB gewinnt am Freitagabend gegen den SC Freiburg mit 5:1. Viel mehr kann man und möchte ich auch gar nicht zum Spiel sagen. Ich bin super happy. Der ganze Chat im Livestream war auch happy. Endlich mal ein entspannteres Spiel. Natürlich schade, dass man nicht zu Null gespielt hat, aber man hat 5 Tore erzielt. Das ist auf jeden Fall eine Hausmarke. Darauf kann man aufbauen. Am Dienstag steht der DFB-Pokal an gegen St. Pauli. Und da muss der BVB einfach an dieser Leistung von heute anknüpfen. Und dann sollte ein Weiterkommen im DFB-Pokal auf jeden Fall drin sein. Es ist ein Pflichtsieg gegen St. Pauli. Aber man weiß ja nie, der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Seid auf jeden Fall live dabei, wenn es heißt BVB zu Gast am Millerntor gegen St. Pauli. Wir streamen das Ding natürlich live hier auf unserem Kanal. Also lasst ein Abo da. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, gefällt mir drücken und ganz wichtig, Kanal, wenn ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein Video, kein Livestream von uns. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie habt ihr denn das Spiel heute empfunden? Seid ihr meiner Meinung, dass der BVB ein super Spiel gemacht hat? Oder habt ihr vielleicht ein paar Bedenken? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu schreibt. In dem Sinne sage ich ciao und wir sehen uns dann am Dienstag wieder, wenn es heißt St. Pauli gegen Borussia Dortmund, DFB-Pokal. Let's go. Ciao, ciao.